Tatatatam, und da sind wir auch wieder. Gott, ich bin total hibbelig wegen dem Game, ey. Ne? Merkt man mir auch, glaube ich. Ich habe noch nicht mal meinen Abschlusstext richtig hinbekommen. Pff, aber egal. Okay, Wissenschaft. Mission numero uno. Mission prähistorisches Leben. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms. Triceratops. Beschaffen Sie ein Triceratops-Genom. Dieser Dinosaurier lebte in Nordamerika in der Nähe der Grabungsstätte bei der Lanze-Formation. Die Mission schlägt fehl, wenn ein Dinosaurier stirbt, der für die Mission benötigt wird. Das hört sich schlecht an. Schlägt fehl, wenn ein Dinosaurier stirbt, der für diese Mission benötigt wird. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, Inselverwaltung. Der Inselverwaltungsbildschirm enthält eine Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente Ihrer Insel. Okay. Überprüfen Sie Ihre Inselbewertung, Ihre Abteilungsruf und eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen. Okay. Außerdem sehen Sie hier den Missionsfortschritt sowie aktive Aufträge für die aktuelle Insel. Okay. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Glaube ich dir gerne, Mäuschen. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ich hab's gewusst. Guckt euch das an. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Nein, ich doch nicht. Ich enttäusche dich nicht. Hm, Gesundheit voll, Nahrung, okay. Wasser, hat auf alle Fälle genug. Hm, fühlt sich ziemlich sicher. Gras mager, Wald mager auch. Bestand ist jetzt nicht so hoch. Und sozial, naja, er ist alleine, ne? Was will man erwarten? Wow, da kriegst du voll die Information direkt beim Dinosaurier, wenn du drauf gehst. Das ist cool gelöst, finde ich. Beim Jurassic Park Operation Genesis war es noch so, dass man da immer nach den benötigten Infos selber nachschauen musste. Aber hier klickst du einfach auf den Dino drauf und man bekommt eine kleine Information dazu. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. So, aber weiter im Text. Es stehen Dinge an. Kontrollraum. Ah, okay. Einnahmen, Ausgaben. Oh, die Ausgaben sind höher. Und der Gewinn praktisch null. Schauen wir mal. Inselnavigation. Wir sind gerade auf dieser. Diese Form sollte ja sehr vielen bekannt vorkommen. Ist mir gleich als erstes hier direkt ins Auge gesprungen. Was haben wir hier? Ah, die Expeditionskarte. Sehr schön. Schauen wir mal. Huch. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Das ist mir bewusst. Das Expeditionszentrum kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken, um nach neuen Dinosaurier-Fossilien zu suchen. Wählen Sie eine Grabungsstätte aus, um ein verfügbares Grabungsteam hinzuschicken. Das Expeditionszentrum zeigt ein Symbol an, wenn ein Grabungsteam losgeschickt werden kann. Alles klar. Und ich glaube, ich bin ja auch schon gut angekommen da. Ich werde mir mal dieses Lanze-Ding da mal gucken. Die Lanze-Formation, wenn ich sie finde. In Amerika. Hell Creek. Da ist es. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum.
Alles klar. Fossilien. Oh, ich habe ja schon ein paar Fossilien. Cool. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Geldgieriger Bock. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Aufregend. Oh Mann, ich muss dann wirklich gucken, dass ich demnächst Geld in die Kassen bekomme. Eine große und wegfahrt die Anzeige, auch gut. Extrahieren Sie Fossilien, um Genome für jeden Dinosaurier zu bauen. Okay. Brauchbare Genome ermöglichen es Ihnen, im Hammonden Entwicklungslabor Dinosaurier zu erschaffen. Ist mir bewusst. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Okay. Ah, okay, das ist das daneben, okay. Ah, Edmontosaurier sind das, okay. Hm, Ceratops haben wir hier auch. Gut, Ceratops ist auch schon da, cool. Dann werde ich erstmal das hier extrahieren. Aber ich muss sagen, damals hat es nicht so viel gekostet. Also, damals hat es nichts gekostet, das Extrahieren von DNA. Das kostet hier offenbar mehr, aber hier sind auch die Dimensionen, was das Geld angeht, wesentlich höher gesetzt. Was haben wir hier? Forschung? Ah, okay. Hier kommen wir dann wahrscheinlich auch noch demnächst hin. Eine Datenbank, da gibt es Dinosaurier. Ah, hier geht es wahrscheinlich auch nochmal so eine kleine Info zum Lesen. Das muss ich mir dann später alles noch ein bisschen genauer angucken. Kehren wir erstmal wieder zurück. So. Ich würde dem Kleinen hier gerne noch einen Gesellen hinzubauen. Oder züchten. Bauen klingt so mechanisch. Das ist so geil. Ich könnte allein dem Dino schon ewig lange zugucken. Die kleine Info, was haben wir hier? Die Sauerbewertung, 6, naja klar. Ist jetzt nicht so besonders das Viech. Hautstandard, ach gibt es dann hier auch verschiedene Variationen oder Sie was? Sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Bin ja schon dabei jetzt. Ganz locker. Ne? Locker bleiben. Was haben wir hier? Betriebsbereich. Fossilienzentrum. Okay. Ach, man kann die upgraden, die Gebäude. Auch gut. Oh, was haben wir denn da Schönes? Das können wir verkaufen. Kommt wenigstens ein bisschen Geld wieder in die Kasse. Dann gewinnen wir mal ein bisschen DNA. Am besten von beiden gleich. Wenn es gut läuft, können wir direkt schon Triceratops machen. Schauen wir mal. Die Expedition läuft noch. Gut. Ich will noch einen. Geht nicht anders. Ich will noch einen von denen. Der Arme, der ist so allein hier drin. In diesem riesigen Gehege. Der tut mir fast schon wieder leid. Den machen wir jetzt erstmal hier einen weiteren Kameraden zum Spielen.
Was ist das? Ah, das ist das Forschungszentrum und hier ist Park schließen. Ah, wir ja. machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Alles klar. Okay, dann machen wir mal einen Triceratops. Und den lassen wir frei. Ein Struthiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Das ist so geil. Ja, das ist der andere. Warum ist denn auf einmal... Ah, das ist die größte Entfernung, die ich rauszoomen kann. Okay, wir haben hier jetzt nicht so viel Platz, wenn ich mal so gucke. Aber ich denke, hier lässt sich doch noch einiges bauen. Was mir persönlich auch hier gefällt, diese Unebenheiten. Früher war es ja auch bei, sorry, dass ich das auch immer wieder als Vergleich daher bringe, aber das muss einfach sein. bei Operation Genesis, da war halt wirklich eine flache Scheibe. Das war wie so ein Kuhfladen im Meer. Und hier, das hat halt wirklich Form. Ich meine, nicht nur wegen diesen einzelnen... Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Was haben wir denn da? Eine neue Mission, wie es aussieht. Schließen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens 2 Triceratops-Exemplaren. Dafür brauche ich ja erstmal 2. Aber gut, das kann ich machen. Wo ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Auch wenn diese riesigen Berge hier rausgucken, aber so die bebaubaren Flächen. Was ist das? Ich höre da irgendwas im Hintergrund. Ich muss mal gerade eben schauen. Kurzen Moment, Leute. So, da bin ich auch wieder. Ja, ganz doof. Hatte das Fenster offen, hat angefangen zu regnen. Ich habe es nicht gehört rechtzeitig. Und ja, leichte Überschwemmung. Aber konnte ich zum Glück schnell beheben, indem ich das Fenster schließe und das bisschen Wasser, was reingeplätschert ist, weggemacht habe. Tja, dann wollen wir mal weiter. Okay, schauen wir mal. Okay, der eine ist schon fertig. Machen wir gleich nochmal ein. Und dann lassen wir mal unseren Triceratops frei. Das Game. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Gott, das sieht so gut aus. Das ist so gut. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Abschluss für die zweite Folge. Erster Triceratops ist da, zweiter Triceratops ist am Kommen. Ja, unsere Anfänge nehmen langsam Fahrt auf, was mir sehr gut gefällt. Und... langsam aber sicher wachsen wir in unsere Rolle als Parkbesitzer, Leiter etc. pp. rein. Nun gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.